Hey Leni, schön, dass ich dich erreichen konnte. Ich liege hier gerade vom Pferdestall. Der Mond ist so, so schön. Und wie ist es bei dir so im Pferdeinternat? So, eigentlich ist der Hof total schön. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man hier alles machen kann. Die Zimmer sind auch schön, aber meine Mitmenschen, ich glaube, ich schließe hier nicht so richtig Freunde. Oh, du Arme, ich wünschte, ich wäre bei dir. Oh, warte, ich glaube, ich muss auflegen. Und sie hat einfach aufgelegt. Vielleicht ist etwas passiert oder so. Oh Mann, ich hoffe, es geht ihr gut. Hi, Emma. Ich versuche hier gerade meinen Schönheitsschlaf zu bekommen. Und du denkst, du kannst hier einfach in der Nacht neben mir telefonieren? Geht's hier noch gut? Alle anderen schlafen, wir hatten genug Zeit. Tut mir leid, du hast so geschnarcht. Ich dachte, du bist im Tiefschlaf. Ich habe überhaupt nicht geschnarcht. Du hast irgendetwas mit deinen Ohren. Oh Mann, ich hoffe dafür, dass die Reitstunde gut wird. Die denken auch alle, es gebe hier niemanden anderen. Am nächsten Morgen. Oh, die schlafen ja noch alle. Mal sehen, wie es oben aussieht. Oh. Die schlafen auch noch mal alle. Guten Morgen. Oh. Gut geschlafen? Bist du aufgeregt auf die erste Reitstunde? Ja, ich freue mich total. Mal sehen, wie es hier aussieht. Emma. Emma. Oh. Emma, alles gut. Ich bin's, Frau Glücksklee. Ah, sie haben mich erschreckt. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen sanfter machen? In 2 Stunden geht die Reitstunde los. Frühstücken und dann geht's ab zum Stall. Katharina erwartet euch unten, aber die wird euch alles nochmal erklären. Guten Morgen. Seid ihr eigentlich alle ins Bett gegangen, dass ihr so müde seid? Ich glaube, wir sind einfach alle nur aufgeregt, dass es morgen, also nein, dass es heute mit der Reitstunde losgeht. Bin total gespannt, wie die Pferde so sind. Welche Pferde dürfen wir denn überhaupt reiten? Katharina wartet unten am Stall. Wer sich zuerst ein Pferd schnappt, der darf es auch reiten. Wie cool. Dann, wir sehen uns später. Kommt Mädels, wir gehen in die Cafeteria. Ich hoffe, dass sie einen Obstsalat haben. Wartet. Naja, wenigstens haben sie Orangensaft. Oh, das kann man sogar selbst abzapfen. Cool. Oh, ich liebe Apfelsaft. Wie cool. Ich habe mir gerade Orangensaft geholt. Der schmeckt viel, viel besser. Also, ich finde Apfelsaft besser, aber jeder muss das ja selbst entscheiden. Pfff. Oh Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, die sind alle total gegen mich, aber ich weiß gar nicht warum. Okay, ich esse schnell und dann bin ich ganz schnell bei den Pferden, dann kann ich das alles schnell vergessen. Hallo, du musst Hannah sein, oder? Oh ja, hallo, ich bin die Neue vom Reitinternat. Ja, auf dich habe ich auch schon gewartet, beziehungsweise auch, wo sind die anderen? Kommen die nicht? Also, gut, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, bis der eigentliche Termin losgeht, aber du kannst dir ja schon mal ein Pferd aussuchen und dann können wir das auch schon gemeinsam satteln. Ich war eine lange Zeit nicht mehr hier auf dem Hof, das musst du wissen, aber hier stehen unsere... Oh, wir haben sogar ein neues Pferd. Wie schön. Dann kannst du dir schon mal ein Pferd aussuchen, was du satteln möchtest. Ich kann dir auch dabei gerne helfen. Das ist ziemlich hübsch. Ich würde sagen, ich nehme dieses. Hallo. Super, dann kannst du schon mal aufhalftern. Ihr wurdet ja gestern schon auf dem Hof rumgeführt, deswegen denke ich, dass ihr wissen solltet, wo die Sättel hängen, oder? Und die Trensen. Ja, das wurde uns von Sam gezeigt. Okay, super. Brauchst du noch irgendwelche Hilfe? Nee, das passt alles. Okay, ich gehe schon mal in die Dressurhalle. Du siehst richtig gut aus. So. So, jetzt hier noch ein bisschen etwas schnallen und der sieht richtig schön aus, der Sattel. Du siehst richtig, richtig schön aus. So, ich bin hier. Prima. Wir können jetzt auf der einen Seite noch auf die anderen warten oder du kannst dich schon mal so ein bisschen warm reiten. Nehme ich das zweite. Okay, super. Komm.
warte mal. Wo ist mein Pferd? Nee, du bist nicht mein Pferd. Okay, ich glaube, ich rufe die Polizei. Ich habe nur das Wort Polizei gehört. Was ist los? Wie, was, wie? Ich sag's nochmal, mein Pferd wurde gestohlen. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Stopp, stopp, stopp. Bist du dir sicher, dass du das jetzt tun möchtest? Vielleicht hast du dein Pferd auf die Koppel gelassen oder ich weiß es nicht, aber die Polizei zu rufen wäre doch... Nicht weiterreden. Ich weiß genau, was richtig ist. Es wurde gestohlen und anderes gibt's da nicht. Vielleicht hat jemand dein Pferd mit einem anderen Pferd verwechselt und dachte, es wäre seins. Nein, ich rufe jetzt sofort die Polizei. Hey, ich habe nur einen lauten Schrei gehört und da dachte ich mir, was ist hier los? Mein Pferd wurde gestohlen und ich werde jetzt die Polizei rufen. Sam, hast du ihr Pferd vielleicht gesehen? So, wow. Ich, Belle ist doch in der Halle. Wie, sie ist in der Halle. Cool, dass Hannah bei ihr Probe reiten durfte. Oh, ich glaube, da ist irgendein Missverständnis passiert. Kommt, bevor es eskaliert. Runter da, sofort. Warum? Ich dachte... Hey, erstmal guten Morgen. Was ist denn los? Das ist mein Pferd und ich habe dir nicht die Erlaubnis gegeben, es zu reiten. Nein, das ist meine Schuld. Das tut mir total leid. Ja, wir vom Hof hatten es immer so geregelt, dass die Schulpferde im Hauptstall stehen. Ich war ja ein paar Wochen nicht da und deswegen dachte ich, wir hatten das Pferd dazu bekommen. Trotzdem macht man das nicht einfach so. Ah, bitte. Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Es tut mir wirklich leid. Wenn du es nie wieder machst, ist es okay. Ich wollte mich eigentlich an einen strikten Plan halten, dass wir alle zur selben Zeit reiten. Kommt Mädels, sattelt eure Pferde. Die drei, die im Hauptstall stehen, sind wirklich Schulpferde. Okay. Ich nehme Stormy. Hey! Oh, du bist total süß. Komm, dann nehme ich Müsli, wenn das okay ist. Ja, klar, kannst du machen. So, super, dass ihr schon mal alle Pferde habt. Ihr könnt jetzt in die Halle. Ich muss noch etwas erledigen. Ihr schafft das schon. Ich werde auch dabei sein. Okay, komm. Hey, es ist doch alles gut. Nimm das nicht so persönlich. Die ist eben nicht so ein Mensch, der super gelaunt ist, okay? Ja, ich weiß nicht. Mach dir da nicht so große Gedanken, okay? Das macht dich sonst nur traurig. Wir gehen in die Halle. Komm, Müsli. Super, dann sind wir komplett und können endlich jetzt mit der Reitstunde beginnen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Teil. Und ja, Leute, ich habe heute Geburtstag und ich möchte mich schon mal auf jeden Fall für die Glückwünsche bedanken. Das freut mich natürlich total. Und ja, also vielen, vielen Dank an euch. Vielen lieben Dank, liebe Community. Das ist wirklich, das bedeutet mir so, so viel. Ihr seid auf jeden Fall eine super, super Community. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass euch diese Serie gefällt. Mir gefällt sie auf jeden Fall. Wow. Ja, falls ihr irgendwie Videovorschläge habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache das gerne. Aber eine neue Serie würde ich jetzt erstmal nicht anfangen. Ich würde jetzt erstmal beenden und dann kann ich eine neue Serie drehen. Ciao, ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag.